Hinterm Horizont geht's weiter. Mit diesem Song sprach Udo Lindenberg in den 80er Jahren jungen Menschen in Ost- und Westdeutschland aus der Seele. Und auch noch 40 Jahre später sprechen seine Lieder ein Publikum an, das um einige Jahre jünger ist als der Rockmusiker. Das beweisen auch die Schüler der Freien Ganztagsschule Milda, der Lobdeburg und der Leonardo-Schule in Jena. Denn sie werden den Musical-Klassiker Hinterm Horizont auf einer Bühne aufführen. Seit Monaten proben die Jugendlichen mit einem professionellen Team. Unter ihnen auch Noah Fischer, selbst Saxophonist im Panikorchester von Udo Lindenberg. Das begleiten zu dürfen, wie sich über ein Jahr das verändert, einfach immer wieder frisch zu schauen, wo stecken die und was brauchen die jetzt, und dann nehmen die auch so viel mit für ihr Leben. Also da muss man nicht Musiker werden, das schult Selbstbewusstsein, das schult ein Miteinander, und das sind Sachen, die die ganze Welt gebrauchen kann und jeder auch für sich, und auch in Vorstellungsgesprächen für welchen Job auch immer, glaube ich, geht man mit ganz anderem Selbstbewusstsein rein, und das macht einfach Riesenfreude, das zu begleiten, das mitentwickeln zu dürfen, und deshalb ist es eine große Herzensgeschichte für mich und für Udo und für uns alle, die wir das Projekt führen. Udo selbst ist immer informiert, will auch immer wissen, und wie läuft es jetzt gerade so, und das macht echt großen Spaß, und alles, was er tut, macht er voll und ganz. Über ein Jahr lang beschäftigen sich die Schüler mit der Aufbereitung des Stücks. Ziel des Projektes ist, dass die Jugendlichen selbst Initiative ergreifen und das Musical mitgestalten können. Zudem eröffnen sich neue Horizonte, und Geschichte wird einmal anders vermittelt als gewohnt. Neben der Proben für Gesang, Tanz und Schauspiel müssen natürlich auch Kostüme und Kulissen gefertigt werden. Sorgfältig wird an den Modellen für das künftige Bühnenbild gearbeitet. Mit Spannung werden die Fortschritte in den Workshops verfolgt. In kleinen Gruppen wird gezeichnet, gesägt, gebastelt und darüber diskutiert, wie Optik und Funktionalität der Kulisse in Einklang gebracht werden können. Wir bauen Modelle für das Projekt Hinterm Horizont macht Schule. Und zwar wollen wir da eine Bühne bauen. Und das hier ist die Ost-West-Wohnung. Also gleichzeitig, gleichermaßen, weil die Wand kann man drehen. Und somit wird eine andere Wohnung geschaffen. Also kann man dieses Modell für zwei Wohnungen gleichzeitig nehmen. Und da überlegen wir halt gerade zur Zeit, aus was werden wir das halt bauen. Und wir haben auch andere Modelle gebaut, die ich auch gern zeigen kann. Hier wie den Bahnhof, den wir leider nicht mit in der Aufführung drin haben. Aber wir haben ihn halt gebaut, weil wir vorher noch nicht wussten, was wir alles machen müssen. Genau. Ja, und mir macht es richtig viel Spaß, hier mitzubauen. Und es ist einfach schön, hier mit in der Gesellschaft zu sein und ein bisschen Schule schwänzen. Die finanzielle Unterstützung für ein solches Großprojekt stammt von der Udo-Lindenberg-Stiftung und regional ansässigen Unternehmen wie beispielsweise den Stadtwerken Jena. In der Unternehmensgruppe war man sich sofort einig, ein Projekt wie dieses begleiten zu wollen. Mit der Freien Ganztagsschule Milda, der Leonardo- und der Lobdeburg-Schule sind hier drei Schulen zu Werke, die die Stadtwerke schon durch jahrelange Zusammenarbeit kennen. Wir wissen, unter anderem durch Projekttage gemeinsame oder durch Ausbildungsberatung für Schüler, aber auch durch Projekte, die wir schon fördern konnten, dass hier engagierte Macher am Werke sind, dass hier wissbegierige und engagierte Schüler dabei sind. Das zusammen mit den Gedanken und den Ansätzen der Udo-Lindenberg-Stiftung, da wussten wir, das kann nur was Gutes, was Phänomenales für unsere Region werden. Und deswegen mussten wir nicht lange nachdenken, dieses Projekt zu unterstützen. In den letzten Wochen und Monaten vor der Aufführung wird weiter fleißig geprobt. Alle Abläufe wie die der Tanzgruppe müssen synchron und aufeinander abgestimmt sein, damit am Ende das Gesamtbild auf der Bühne perfekt ist. Ich freue mich jetzt schon drauf, weil das einfach fantastisch werden wird. Und sage aber genauso, dass ich mich über jeden Tag freue, an dem ich hier bin, weil man einfach sieht, was hier passiert. Und ich sehe das wie eine Belohnung am Schluss, wenn das dann alles zusammenkommt und vor Publikum sich entladen darf. Aber was hier jeden Tag so passiert, wenn wir zusammenarbeiten, ist für mich schon ein Riesengeschenk und ist das Projekt. Noah Fischer wird nun monatlich für 2 Tage zu Proben nach Milda kommen. Dazwischen übernehmen Lehrer die Leitung der verschiedenen Bereiche. Bis dann am 4. und 5. Dezember jeweils um 19:30 Uhr das Schülermusical im Deutschen Nationaltheater in Weimar aufgeführt und deutsche Geschichte wieder zum Leben erweckt wird. Hinterm Horizont.